Wir befinden uns hier auf der Straße zwischen Bad Rappenau und Bonfeld im Landkreis Heilbronn und wir haben heute Nachmittag einen Verkehrsunfall gemeldet bekommen. Wir sind dann hierher gefahren und mussten ein Trümmerfeld vorfinden, in dem sich 4 Leichen befanden. Die Fahrzeuge sind total auseinandergerissen. Derzeit können wir nur sagen, dass ein Passat wohl in Schleudern geraten ist, besetzt mit 2 Erwachsenen und einem Kind. Und seitlich wahrscheinlich auf einen Ford Focus aufgeprallt ist, in dem sich ebenfalls ein Mann befand, der auch an der Unfallstelle noch verstarb. Schleuderspuren, alles was jetzt momentan gesichert werden muss, sichern wir derzeit noch, bevor es dunkel wird. Und dann müssen wir leider dann mit den Bestattungsunternehmen die Bergung in die Wege leiten. Die Unfallursache kennen wir im Übrigen noch nicht, warum dieses Fahrzeug in Schleudern geraten ist. Wir haben 5 Mann vom Notfallnachsorgedienst hier an der Einsatzstelle für die Feuerwehrangehörigen, wie aber auch die Betroffenen und Angehörigen der verstorbenen Personen.